Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Vurago, und diese Therapie ist kostenlos. Wenn Sie mal Let's Play Mafia, Mafia 2, Joe's Adventure spielen wir, das, führt fast an das DLC, aber es gab es ja gleich dazu. Jedenfalls die Story von Joe Barbaro. So, wir haben in der letzten Folge hier das Auto abgeliefert und haben jetzt kein Fahrzeug mehr. Wie so oft. So, müssen wir ja schauen, mal hier vielleicht gucken, wo die nächste Person ist. Also, so scrollen ist ja... Okay, da unten ist wäre eine. Die nächste. So, unser nächstes Problem ist aber, dass wir bekannt sind wie ein bunter Hund. Deswegen wäre der Idee, dass wir erstmal nach hier fahren und Klamotten wechseln. Und dazu brauchen wir auch ein neues Auto. Das ist das nächste Dilemma. Die ganze Mission mit scharfe Auto weg und sowas hat nämlich einen ganz entscheidenden Nachteil. Man hat danach kein Auto. So, ich hoffe mal, dass wir hier irgendwo was finden, was wir brauchen können. Weil auf dem Schrottplatz wird man ja nichts finden, was fahrtüchtig ist. Oh, ein bisschen entspannt hier durch die Gegend joggen. Ich hoffe mal, dass wir hier irgendwo ein Fahrzeug finden, was wir nehmen können. Muss ja nichts groß Aufregendes sein. Kann ja... Oh, hier steht erstmal ein LKW rum. Vorne steht ein Fahrzeug. Okay, was machst du da? Okay. Steigen wir einfach mal ein hier. Steht ein Auto schon drum. Okay, sein Auto. Okay. Ich will dein Auto einfach haben. Okay. Der Verdächtige ist um die 180. Geht schon wieder super los. Hätte ich doch mal den Truck nehmen sollen. Ja, Mama Mia, kannst du laut sagen, ja. Können wir hier stehen, wir sollen im Deckung bleiben, ja. Problem ist, haben wir schon wieder ein Auto, was wundet ist. Läuft super. Die Frage ist, nehme ich Radio wieder an hier? Radio aus. So. Ich warte, bis der Fahndungslevel weg ist. Okay. Okay, dann steigen wir mal aus. Nehmen wir dann doch den. Nehmen wir doch den Tanklaster. Wollt ihr gleich den Tanklaster haben? Wollt sowieso schon mal den Tanklaster fahren? Weil der große Vorteil ist, da halten uns die Kopf nicht so schnell auf mit dem Ding. Aber er soll doch ahnen, dass er sein Fahrzeug ist. Okay. Die Frage ist, können wir den denn in die Garage stellen? Und das gehen wir gucken, was hier so geht. Sehen. Auf alle Fälle blitzt mehr so mit dem Eis nicht. So. Licht wäre auch super. Naja. Plan ist immer noch schnell nach Hause fahren, um dann dort Klamotten zu wechseln. Also langsam gehen wir ja Geschwindigkeit hier rein. Okay, hier sind schon mal unsere Abfahrt. Little Italy. Alles super. Little Italy ist gut. Das Ding fährt auch wie ein Straßenkreuzer. Ich glaube, Brems kannst du ja vergessen. Die Frage ist, ob das überhaupt funktioniert mit wir ändern unsere Klamotten. Und die nächste Frage, die mir gerade durch den Kopf stelle, ist, kann ich das Fahrzeug auch tun? Weil die anderen Fahrzeuge konnte man ja tun. Und die Frage ist, was passiert, wenn man die tun? Ich glaube, es hängt einfach auch davon ab, ob ich hier das Auto parken kann. Weil ich will das auf jeden Fall behalten. Kriege ich den in die Garage?
Nichtsdestotrotz gehen wir kurz nach oben. Wechseln die Klamotten. Und hoffen mal, dass dann der Wanted-Status weg ist. Weil ein bisschen pissig ist das schon, dass du bei jeder Kleinigkeit, bei jeder Mission am Ende danach Wanted bist. Weil dann kannst du dich eigentlich gar nicht hier bewegen in der Stadt. Okay. Falsche Etage oder ein zu hoch gelatscht? Bin gerade verwirrt. Ah, ein zu hoch gelatscht. So, wir sind zu Hause. Klamotten wechseln. Ich würde sagen, wir nehmen einen passenden schicken Modestil halt. Ein solches, weil den Geschmack finde ich im kann man denn. Okay, der Status ist weg. Wir sind nicht mehr wanted. Türstüchen. Keiner weiß, dass wir Laster geklaut haben. Alles super. Dann können wir uns wieder auf den Weg machen zur nächsten Mission. Mal gucken, was uns diesmal erwartet. Fahrzeugmäßig weiß ich nicht, ob wir den mitnehmen sollten. Lustig wäre der schon. Aber ich habe da so meine Bedenken. Einfach aus dem Grund, wenn wir ein Fahrzeug brauchen, mit dem wir schnell von A nach B müssen, ist der alles andere schnell von A nach B kommt. Okay. Garage öffnen. Ah, nehmen wir mal den hier. Mal kurz gezittert vom Selektier, wa? So, wir müssten dann missionstechnisch nach. Da. Oh. Bisschen Auto fahren. Diesmal werden wir nicht gleich von den Cops gejagt. Ja, bei meiner Fahrweise auch nicht so gut. Wollen wir mal die Dinger aufhören, ja? Dach schon vor uns sind die Cops. Weil weißes Dach, aber. Ja, ja, ja. Alter, dann eine geile Nummer. Da hat sie erstmal wegkatapultiert. Ein Straßenräuber sozusagen. Ja, bei meiner Fahrweise auf jeden Fall. Ja, mit Tastatur ist so ein Ding zu fahren auch echt eine Katastrophe. So, rauf auf die Brücke hier. Aber von Brücke fahren wir ja gar nicht, wir fahren ja den Schnellweg hier. Spannende Frage ist, ob man ja noch irgendwelche spannenden Autos freischalten können eigentlich, weil viele Autos haben wir jetzt schon gesehen. Genau, Platz hier. Keiner, was hast du am Platz mal nicht verstanden? Oh, mal gucken, was ich mal Aufruf leer machen, ja. Oh, so geht das doch. 120. Mit Anschlag hier. Ach, du Mann. Du musst hier wieder so laufen. So. Guck, wo die Abfahrt ist. Und zwar hier. Ja, mein Joe, habt ihr mal hier so ein bisschen angeditscht? Muss gleich so, nicht so rumjammern immer. Okay. Weg mit dem Bleiber. Betonpfeiler. Ein Betonpfeiler steht da, den nehmen wir natürlich mit. Okay. Bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Oh, wieder ein Tanklaster. Okay. Aussteigen. Die Frage, für was steht denn eigentlich das T? Können wir ja auf der Map mal schauen. Da gibt es auch die Möglichkeit, T. Tonis Mission. Ah ja, Tonis Mission. Okay. Eine Toni-Mission. Mission starten. Und zwar Limo Action. Hey, dieses Autogeschichte fängt an, sich zu lohnen, aber du wärst überrascht, wie viel von diesen reichen Drecksäcken die großen Geizkrank sind. Gerade habe ich einen Order für eine Limousine zu uns Discountpreis reingekriegt. Finde mir eine. Bring sie zum Hafen, damit wir sie schnell ausliefern können. Dann kriegst du deinen Anteil. Aber Joe, die Großstadtdeppen wollen sich an sie in den Top-Zustand, macht keinen Kratzer rein
oder du kriegst keinen Cent. Alles klar. Limo klauen. Und das noch ohne Kratzer. Okay, mal gucken, ob das was wird. Wird super mit unserem Fahrstil, da gibt es bestimmt keine Kratzer. So, die Frage, wo müssen wir denn hin? Ja, machen wir geradeaus. Beim Fahrstil mal alleine schon genug Punkte durch Rumeier driften. Mal schauen, wo die Limo steht. Und was das für ein Geschoss ist. So, müssen wir den Auspuff leer machen hier? Ah, die Hochstraße hoch, das ist super. Die Hochstraße hat den großen Vorteil, wir können Gas geben. Und wenn wir Gas geben, ja, verfolg mal. Alles klar. Oh, macht mal Punkte hier, würde ich sagen. Scheiße. Oh. Ah, so kriegt man natürlich die Kurve auch super mit der Hilfe der Leitplanke. Die sollte man dann mit der Limo dann wahrscheinlich nicht. Okay, hier lang rum. Jetzt hier einmal abbiegen. Keiner als im Autoscooter. Ja. Okay, die Cops waren zum Glück nicht in der Nähe, den hat es nicht interessiert. Und noch ist der Status sauber. Und von daher. Okay, wir müssen wahrscheinlich hoch ins Reichenviertel. Das Problem wird wahrscheinlich sein, dass wenn wir das Ding mitnehmen, bestimmt wir die Cops am Sack haben. Und damit wird das keine gemütliche Heimfahrt werden. Oder wir schaffen es einfach, die Karre zu klauen, ohne dass die Cops was mitbekommen. Oh, weg da. Wir haben noch nichts groß geleistet, aber schon 394 Punkte, würde ich sagen. Kann nur besser werden. Okay, irgendwelche Cops standen da. Ah, nee, die waren unter uns. Vergesst immer, dass da auch ein Tunnel lang geht. Frage, wo steht die Limo? Okay. Kurz abgebremst, als hätte es uns gekracht mit dem gelben Taxi. Oh, Scheinwerfer wäre super. Ich würde, hätte echt Bock hier, das sollte mal in Ego-Perspektive die Auto wenigstens zu fahren. Oh. Das Problem ist aber, dass wenn wir das angucken, alleine der Weg hier hin schon dauert so lange, dass du gar nicht anders hinkommst, als mit Gas Vollgas zu fahren. Ich würde sagen, das ist der Kandidat. Scheiße! Oh, geht schon super los. Wir sind kein Zentimeter gefahren und auch schon halb tot. Oh. Oh, so viel zu dem Mann. Top-Zustand. Alter, ist denn hier los? Keine 5 Meter gefahren, schon hast du ein völliges Verkehrschaos hier. So, wir müssen auf die Karte gucken, wo die erstbeste Werkstatt ist. Da kommen wir nicht hin. Ah, der fährt schon zur Werkstatt. Alter, das kann doch einer. Der Kühlschrank fährt besser. Die Frage ist nur, wie soll sie die Karre da mitnehmen, wenn da schon so viele Leute rumstehen? Oh, naja, Hälfte der Zeit haben wir ja noch. Mal gucken, ob das noch was wird. Blinkt ja schon wieder der Düder da. Okay. Burger.
Burger, super. Oh, die Brücke kenne ich ja doch gar nicht. Waren wir denn hier schon mal? Ich glaube nicht. So, ein bisschen mit der Handbremse rumspielen, dann kommen wir auch um die Kurve hier. Ah, das ist der Bahnhof. Vor lauter Raserei habe ich noch ganz vergessen, dass es hier abgeht zur Werkstatt. Okay, wo ist die Werkstatt? Da steht er genau mit vor der Tür hier. So, Werkstatt. Läuft so. Nicht so gut. Siehst du, der Karre ist kaputt. Kann ich was für dich tun? Ja. Erstmal die Kennzeichen im Weg sind ja. Kein Problem. So, irgendwas, damit wir hier irgendwo weg sind. Alles erledigt. Speziallackieren brauchen wir nicht. Speziallackieren. Wechsel die Farbe, um das Auto zu legalisieren. Das klingt gut. Sollten wir auf jeden Fall machen hier. Ich würde. Wagen reparieren, das ist super. Motor tunen, Farbe. Dann nimm mal irgendwas Schickes hier. Hier ist eigentlich völlig egal. So. Der nächste Punkt ist, jetzt können wir die Karre auch noch tunen hier. Alter, war der falsche? Nein, will ich nicht. Oh. Motor tunen, Wagen reparieren lassen, Felgen, Kennzeichen wechseln, brauchen wir alles nicht so. Können eigentlich raus hier. Komm jederzeit wieder. Nein, möchte ich nicht, weil ich möchte das Auto loswerden, das ist mir zu heiß. So, Zeit, haben wir noch ein bisschen was, würde ich sagen. Auf alle Fälle ist das Auto nicht mehr heiß. Das ist gut. Jetzt müssen wir es nur noch heile zurückbringen. Kann ja nur besser werden. Oh, die Hupe ist super, dass ich die macht Platz der Hupe. Keine Kopf in Sicht, da können wir ein bisschen aufs Gas drücken. Problem ist eher so andere Fahrzeuge. Vorher mal kurz gehupt hier. Ja, das war knapp, wieder fast in der Wand gelandet. Und das hätte wieder Lackkratzer gegeben. Oh, wir biegen mal über das Grün ab. Hier war die Rechtsabbiegespur, ganz klar. Okay. Oh, läuft, läuft. Autos wie neu, noch kein Lackkratzer drinne. Noch nicht, aber bei meinem Fahrstil können wir das wahrscheinlich gleich ändern. Da wäre mir der Kipplaster, der Tanklaster von erst lieber gewesen. Hier. So, auf der Hochstraße hier. Leicht duschiert, aber hoffentlich nichts passiert. Weiter mal auf der Mittellinie. Solange wir schnell fahren, machen wir sogar noch Punkte. Hier komm ich. Schön Platz machen, Jungs. Das ist für uns alle besser. Ja. Keine Ahnung, was du anstellst. Oh, jetzt sind wir doch leicht angeditscht, aber nur ganz leicht. Uiuiui, das wäre fast ins Auge gegangen. Alter, fahr! Das Taxi bleibt aber halb stehen hier. Oh,
Die Zeit könnte knapp werden, aber so, ist genug Luft nach oben. So, Cityport, der Stadthafen. Wo muss das Ding hin? Ein Brüller wäre jetzt gewesen, jetzt doch ein so ram, das mit dem Auto im Arsch wäre. Ja, vergiss dich hier. Aussteigen, ja. Alles supi. Ah ja, hier können wir enden. Mission zu Ende. Springen, 2x6, driften, 119, Tempo. 344 Punkte mit Tempo. Irrsinn. Wie kriegt man Irrsinn-Punkte? Wie kriege ich Irrsinn-Punkte? Davon haben wir 146. Bonuszeit, Schwierigkeitsgrad, alles klar. Immerhin ein A. Weiter. So, das soll es aber für heute auch wieder fast gewesen sein. Mit der Let's Play Mafia, Mafia 2, Joe's Adventure. Wir kommen so langsam voran, haben ein paar Missionen gemacht. Mal sehen, wie weit das noch geht oder bis wir alle Missionen haben. Irgendwann muss ja mal wieder was passieren. So, wenn ihr Spaß habt, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr davon haben wollt. Nicht vergessen, abonnieren das Ganze, weil irgendwann spielen wir auch noch Mafia 3, damit wir die ganze Serie durch haben. Das wird spannend und lustig. Wer das auch toll und lustig findet, der kann mir auch auf Twitter folgen, @MacVurago, da findet ihr mich auch. Bis dahin, ich bin MacVurago und sag Servus und Ade.